Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Video in meiner Adventskalenderreihe. Ja, ihr habt es richtig gehört. Ab heute kommen super viele Videos auf euch zu. Ich habe mir vorgenommen, jeden zweiten Tag ein Video hochzuladen. Ich hoffe so sehr, dass ich das hinkriege, weil ich ja, wie vielleicht einige wissen von euch, noch einen 40-Stunden-Job habe neben YouTube und das immer etwas kompliziert ist, aber irgendwie schaffen wir das schon. Und ich habe euch auf Snapchat, Instagram überall gefragt, wie ihr denn diese Adventskalenderreihe nennen würdet. Und ihr habt entschieden, es wird heißen Sarah Santa Bell. Und das finde ich super cool. Und das ist die erste Folge davon. Und bleibt auf alle Fälle dran, denn es gibt eine Verlosung am Ende des Videos. Und ich werde euch heute meine super duper realistische Abschminkroutine zeigen. Ein praktisches Get Unready With Me, aber mit einer kleinen Nebensache. Und zwar habt ihr mir super viele Fragen auf Snapchat und Instagram gestellt und die werde ich währenddessen beantworten. Also viel Spaß beim Video! So, erste Frage auf Snapchat. Hast du studiert oder eine Ausbildung gemacht? Und studiert habe ich nicht. Aber ich habe eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau gemacht und diese erfolgreich dieses Jahr im Juli? Ja, beendet. Very proud. Übrigens verwende ich Abschminktücher von BB, die kennt jeder von euch. Das ist ja ein ganz umstrittenes Thema zurzeit, was diese ganzen Abschminktücher betrifft. Es geht so schnell, manchmal bin ich zu faul, um mich abzuschminken und denke mir, oh Gott, ey, abschminken schon wieder. Liege im Bett, hole ein Tuch raus und schmink mich einfach kurz im Bett ab. Und das geht halt nicht, wenn man diese ganzen Peeling-Pflegeprodukte hat, mit denen man ins Bad gehen muss und tausend Sachen sich man ins Gesicht klatscht. Und ich finde es einfach super entspannt und ja, ich werde mich auch weiterhin damit abschminken. So, jetzt wurde ich von 20 plötzlich zu 13. Ungeschminkt sieht man immer super jung aus. Ich würde gerne mal wissen, was du dir als nächstes High-End-Produkt kaufen möchtest. Gute Frage. Ich war nämlich gerade auf der MAC-Online-Shopping-Seite und habe mir die Strobing Cream gekauft von MAC. Die habe ich nämlich noch nicht und jeder schwärmt von der und deswegen brauche ich die auch. Wurdest du schon oft in der Stadt erkannt und wenn ja, kannst du dich noch an den ersten Fan erinnern? Leute, lustige Geschichte. Ich habe vielleicht 4 Wochen YouTube gemacht. Kein Scheiß, nicht länger, wenn nicht sogar kürzer. Fahr nach München in die Pasingerkaden, geh im MAC Store. Steht neben mir einer Kasse ein Mädchen, die sagt, dich kenne ich irgendwer. Bist du die Sarah aus YouTube? Und ich so, wie kann die mich kennen? Ich habe keine 3 Abonnenten auf YouTube, weißt du? Und ich war so unter Schock in dem Moment. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Mir wurde plötzlich super heiß, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Mag die mich? Mag die mich nicht? Findet die das Video gut, was sie gesehen hat? Findet sie es scheiße? Weiß man ja nie. Und es war meine erste Begegnung mit einem, der mich aus dem Internet kennt, sag ich mal. Aber ansonsten werde ich nie in der Stadt erkannt. Also in München habe ich sowieso das Gefühl, keiner lebt in München von meinen Zuschauern. Alle so Köln, Hamburg, irgendwo da oben verteilt. Aber keiner München. Nach den Abschminktüchern greife ich zum Micellen Reinigungswasser. Das liebe ich, weil es nochmal so den letzten Dreck aus der Haut zieht, habe ich das Gefühl. Die ganzen Ultra-Pflege-Beauty-Produkte verwende ich übrigens nie abends. Das ist dann eher so in der Früh Sache. Also gehe ich mit dem Micellen Wasser einfach nur über mein Gesicht und wiederhole das ein paar Mal mit 2 Wattepads. Hast du mehr Drogerieschminke oder mehr High-End-Schminke? Die Frage kann ich locker flockig beantworten. Ich habe viel, viel mehr Drogerieschminke. High-End ist manchmal so teuer, dass selbst ich mir denke, nee, das kaufst du dir nicht. Das aus Prinzip schon alleine nicht. Und Drogerie macht es genauso gut in den meisten Fällen. Und deshalb habe ich wirklich definitiv mehr Drogerieprodukte. So, ich bin praktisch komplett abgeschminkt. Ich habe jetzt mein Gesicht noch einmal mit Wasser bestäubt und abgewaschen. Jetzt kommt das letzte Produkt und ja, das war's dann praktisch auch schon mit meiner Abschminkroutine. Ich verwende jetzt lediglich eine Nachtcreme und zwar ist die von Nivea, die Natural Balance regenerierende Nachtpflege. Und das war's. Mehr mache ich auch wirklich nicht mit meiner Haut. Ich habe schon mir so viele Get Unready With Me und Abschminkroutinen angeschaut und die benutzen alle immer so 100 Produkte am Abend und in der Früh und ich habe eben so in der Früh und am Abend gleich wenig Produkte, die ich verwende und mehr braucht es auch nicht. Und ich würde behaupten, ich habe trotzdem eine relativ gute Haut. Ja, und mehr muss nicht sein bei mir. Das ist natürlich auch total hautabhängig, aber ich hatte jetzt noch nie so ein
krasses Problem mit der Haut, auch nicht in der Pubertät. Also ich habe eigentlich noch nie mehr gemacht als ab und zu mal ein Peeling, mal eine Maske, wenn man richtig Lust hat mal. Oder eincremen mache ich auch erst seit 2 Jahren. Das war jetzt echt schlimm, was ich sage, ne? Aber eincremen habe ich gehasst früher. Aber ja, manchmal muss das eben sein. So, nächste Frage kommt von Melissa. Als was arbeitest du? Oh mein Gott, die Frage wird mir übertrieben oft gestellt. Ich arbeite als Immobilienkauffrau. Wenn ihr dazu mal ein Video möchtet, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Dann kriegt ihr dazu ein komplettes, informatives Video. So, ihr seht, ich bin komplett abgeschminkt. Mein Gesicht ist auch schon eingecremt. Das Einzige, was ich jetzt noch immer mache, ich mache mir einen Zopf, mit dem ich nie schlafen gehe. Also das mache ich einfach nur, weil mich die Haare extrem stören am Abend. Und ich mache hier einfach so einen Mini Random Dutt. So, und das ist die ungeschminkte, wahrhaftige Wahrheit. Und ich werde jetzt noch 2 oder 3 Fragen beantworten. Und ja, dann legen wir mal los weiterhin mit Snapchat, weil da habe ich super viele Fragen bekommen. Wie stehst du zur Pille? Welche Verhütungsmethode verwendest du? Kannst du deine Vorteile, Nachteile nennen? Zum Beispiel von der Pille oder Spirale, falls du sie genommen hast. Ich werde jetzt, also ich nehme die Pille, ja, aber ich denke, da bin ich nicht die Einzige. Die nehme ich auch schon eine Zeit lang und ich meine, ich habe seit 5 Jahren einen Freund und seitdem nehme ich auf alle Fälle schon die Pille. Und mit der komme ich super zurecht. Ich nehme die, jetzt weiß ich nicht mal mehr, wie sie heißt, Leute. Ich nehme die Asomate 30, die sieht so aus und die nehme ich schon seit ich eben die Pille nehme und habe da noch nie irgendein Problem gehabt. Ich muss auch sagen, dass ich nicht zugenommen habe. Ich habe noch nie eine schlechte Erfahrung mit dieser Pille gemacht. Ab und zu bin ich übertrieben zickig. I'm sorry, mein Freund. Und ich habe in super vielen Berichten gelesen, dass es auch von der Pille kommen kann, so Hormonschwankungen. Aber ich muss im Großen und Ganzen sagen, dass ich die Pille einfach für mich als beste Verhütungsmethode empfinde, weil ich einfach wirklich toll damit klarkomme. Aber das ist natürlich auch jedem selbst überlassen und da sollte man sich auch gründlich vom Frauenarzt beraten lassen. Und ja, das ist meine Meinung zur Pille. Wie lange kennst du deinen Freund und von wo kennst du ihn? Wie habt ihr euch kennengelernt? Ihr seid so süß. Das ist eine süße Frage. Ich kenne meinen Freund seit, ich würde sagen, 5,5 Jahren. Wir haben uns auf der Schule kennengelernt. Er war eine Klasse über mir. Und dann waren wir zusammen auf einer Abschlussfahrt und haben uns so gut verstanden. Und uns dann erstmal 5 Monate gedatet. Und dann kam auch erst der erste Kuss. Also der hat mich ganz schön zappeln lassen. So, absolut letzte Frage. War YouTube schon immer dein Traum? Traum kann man wirklich nicht sagen. Ich habe meinen Traumberuf gefunden als Immobilienkauffrau. Das wollte ich eigentlich schon immer so, wenn es um Berufe ging, machen. Aber YouTube war auch schon so ein Ding. Ich gucke es halt schon Ewigkeiten. Also seit Sami Slimani das erste Video hochgeladen hat, seit dem Tag an gucke ich YouTube-Videos. Und ich habe mir schon immer gedacht, Mensch, das will ich auch mal machen. Und ich habe mich nie getraut. Und irgendwann kam der Tag, da wurde ich überredet. Aber ja, ich habe mich dann getraut und einfach mal ein Video hochgeladen und seitdem mache ich es und es macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich will auch gar nicht aufhören damit. Also kann man schon sagen, dass damit auf alle Fälle so ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen ist. So ihr Lieben, das war's mit meiner Abschminkroutine und wie versprochen wird es in jedem Video in meiner Sarah Zentabell Reihe eine Verlosung geben und heute gibt es für euch eine Ultimate Brow Palette. Und zwar habt ihr dort Augenbrauenprodukte in absolut jeder Form und Farbe. Finde ich super cool, habe ich selber leider nicht, aber werde ich mir mit Sicherheit auch kaufen. Und die Pink A Dot Pinsel, so das ist oben, von BH Cosmetics, so rum. Ups, die sind natürlich noch verpackt. Und die kann einer von euch gewinnen, also das Set zusammen. Das hier kann einer von euch also gewinnen. Ich würde mich sehr freuen, wenn viele von euch mitmachen. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist, meinen Kanal abonniert zu haben, diesem Video einen Daumen nach oben gegeben zu haben und natürlich einen Kommentar schreiben. Und dann werde ich innerhalb der nächsten 3 Tage einen Gewinner auswählen und euch natürlich auch kontaktieren. Ich hoffe, ihr freut euch und wie gesagt, es werden super viele Verlosungen auf euch zukommen. Ja, und nun wünsche ich euch noch einen super schönen Tag und hoffe, dass wir uns beim nächsten Sarah Zentabell Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.